ist unser Sohn. Und das ist er heute. Ist ja gar nichts. Freut's euch nicht? Bürgermeister Ruppert hat ihn zum Staatsrat befördert. Du bist unglaublich wichtig für mich, Samuel. Ich brauche dich. Du gehörst zum Besten, was mir in diesem Jahr passiert ist. Um zu verhindern, dass wir unser Haus verloren, als wir plötzlich riesige Steuerschulden hatten, nahm er ein Darlehen von dem Reeder Asmus an. Dann erfuhren wir, dass die alten Instrumente, die wir von meinem Onkel geerbt hatten, sehr viel wert waren. Wieso denn? Das ist ein Vermögen. Und Fred Kiefer, inzwischen Vorstandsmitglied der Asmus Werft, bot mir einen Job als Geschäftsführer einer kleinen Tochterfirma in Schwerin an. Vicky, Büroleiterin des Bürgermeisters, heiratete den Wirtschaftssenator. Und an diesem Abend fiel mir auf, wie schlecht es Senator Wegner ging. Ich wusste es gar nicht mehr aufstehen. Beim Landesparteitag wurde nicht wie erwartet er Parteivorsitzender, sondern Ex-Bürgermeister Dr. Hennig, mit dem sich Axel überraschend ausgesöhnt hatte. Ich hab dich mit Axel betrogen. Was? Was sagst du da? Was zum Teufel sollte das heißen? Hab ich dir doch gesagt. Beim heftigen Streit war Sigi aus unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen, zurück zu seinen Eltern. Ich dachte, wir könnten uns noch versöhnen, aber du arbeitest weiter für Axel Ruppert, als sei nichts geschehen. Ich mach meinen Job! Selbstgerechtes Arschloch! Was mich allerdings sehr interessiert und was mich auch verdammt persönlich angeht, lässt sich meine Frau von irgendwem bumsen, ob Bürgermeister oder Busschaffner. Ich weiß nicht, was ich mehr verabscheue. Dein Rumgequatsche oder die Tatsache, dass du mich hintergangen und betrogen hast, du Mistschwein! Die Postkarte schließlich ans Finanzamt weiter. Da ist gerade Weihnachtsfeier. Gerührt liest der Vorsteher also seinen Mitarbeitern die Postkarte vor und alle sammeln ein bisschen. Da ja aber Finanzbeamte nicht so wahnsinnig viel verdienen und die meisten auch gerade ihre Weihnachtseinkäufe hinter sich haben, kommen am Ende nur 70 Mark zusammen. Die werden an das Mütterchen überwiesen. Trifft eine Woche später wieder eine Postkarte beim Finanzamt ein. Lieber Herrgott, danke für das Geld, aber wenn du mir das nächste Mal etwas schickst, dann bitte nicht über das Finanzamt. Scheiße, aber halten gleich ein Drittel ein. Was gibt's denn? Erstmal ist Steuerfahndung. Steuerfahndung. Wollen Sie den Durchsuchungsbeschluss sehen? Ja, bitte. Fabian, Steuerfahndung. Würden Sie bitte öffnen, Herr Kiefer? Guten Morgen. Kommen Sie rein.
Bist du reif? Pfeifen Sie Ihre Hunde zurück, Herr Kiefer. Wer hat das Haus observiert? Ich. Wieso, verdammt nochmal, wissen wir nichts von den Hunden? Tut mir leid, gestern war das noch. Ruf jetzt die Polizei an, die sollen diese Köter erschießen oder was weiß ich. Sie sollten den riesigen Köhlen mal sehen. Um Himmels Willen, meinetwegen lassen Sie den Mann erschießen oder auf keinen Fall die Hunde. Was glauben Sie, was das für ein Wirbel gibt? Wollen Sie doch sämtliche Tierfreunde auf den Hals setzen? Ich muss jetzt unbedingt los. Oder soll ich meinen Gästen erklären? Tut mir leid, aber ausgerechnet heute taucht die Steuerfahndung bei uns auf. Ah, meine Anwälte. Ist der Bürgermeister schon informiert? Ja. Ich weiß. Es ist wirklich eine scheiß Situation. Du willst arbeiten, aber keiner lässt dich. Sie haben Macht, Herr Bürgermeister. Das dachte ich auch. Aber sitzt du einmal auf meinem Stuhl, wirst du eins sofort bemerken. Die Macht haben immer die anderen. Ich werde was unternehmen. Das verspreche ich. Wir werden versuchen, etwas gegen diese Schließung zu tun. Das ist mein großes Versprechen. Da quatschen die Arschlöcher von zu viel sozialem Netz. Ein Netz brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist eine Leiter, auf der die Leute sozial aufsteigen können. Verdammt nochmal. Was machst du denn für ein Gesicht? Ich hab Zahnschmerzen. Na, dann geh doch zum Zahnarzt. Will ich ja. Seit über einer Woche. 500 Arbeitsplätze. Tollberg plant schon lange, hier zu schließen. Die neue Montagehalle bei Asmus bringt 300 neue Arbeitsplätze. Aber hier gehen 500 verloren. Das ist ein scheiß Ergebnis, Leute. Eine scheiß Statistik. Ruf von Holberg an. Oder besser noch, fahr ihn. Heute noch. Sag ihm, Bonn wird die Fusion mit den Amerikanern akzeptieren. Aber dafür muss er für uns hier was machen. Ist ein dünnes Angebot. Bonn wird die Fusion auf jeden Fall genehmigen. Du wirst als politisches Wunderkind bezeichnet. Ach ja, zeig mal. Nee, nicht du. Du. Sorry, Axel. Ist in Ordnung. Hauptsache einer von meiner Mannschaft. Die Nachbarin hat wohl gleich die Zeitung informiert. Sie interessieren sich aber nur für die Hunde. Hat sich erledigt, danke. Kaffee? Die Chance hätten wir mal überraschend auftauchen. Irgendwo liegt doch immer was rum. Der Deutsche ist gründlich. Der notiert sich, wie viel er wo gebunkert hat. Oder so? Der Tierarzt. Na endlich. Schon was bemerkt? Was? Riechst du es gar nicht? Hier dampft die Kacke, Steuerfahndung. Herr Asmus? Herr Asmus, kann ich Sie einen Moment nicht zu sehen. Sende unser Wunderkind. Herr Staatsrat, schön, dass Sie da sind. Herr Bürgermeister? Wischen dich da zusammen, bitte. Der Bürgermeister lässt wohl keinen Furz mehr ohne den. Danke. Frau gegen Karriere, der Preis wäre mir ein bisschen zu hoch. Axel Ruppert gehört zu denen, die alles wollen, was sie kriegen können. Ein Politiker sollte Verlässlichkeit ausstrahlen. Neulich soll er behauptet haben, er kann mit Frauen nichts anfangen, außer im Bett und wenn sie kochen. Im Rathaus ist ja wohl kein Ort mehr vor ihm sicher. Er soll sogar was mit der Frau von einem seiner engsten Mitarbeiter machen. Liesel, ich bitte dich. Und der darf sich weiter die Beine für ihn ausreißen, wenn er seine Karriere nicht gefährden will. Hält still, während seine Frau mit dem Bürgermeister... Liesel, hat ja keiner von uns die Lampe gehalten. Herr Wegner? Axel muss nach Bonn. Sie werden sehen, am Ende führt kein Weg an Axel Ruppert vorbei. Jawohl, Bundeskanzler Axel Ruppert, das zum Teufel wär's doch. Ja. Hat sie oder hat sie nicht? Was? BH. Guck mal, das ist doch ungeheuerlich, wie er mit ihr rummacht. Vor allen Leuten. Die Frau eines Senators. Riskant. Aber das ist ja wohl sein Stil.
Frauen von Mitarbeitern haben für unseren Axel schon immer einen ganz besonderen Reiz. Ah, sehr beeindruckend, das Ganze. Hallo? Im Augenblick sehe ich niemanden, der Axel wirklich gefährlich werden könnte. Wenn du in der Politik etwas siehst, ist es bereits zu spät. Riechen musst du es im Bauch spüren. Nur dann überlebst du. Wir haben keine andere Wahl. Entweder wir steigen mit Axel oder wir fallen mit ihm. Dazwischen gibt es nichts. Und wie ich uns kenne, steigen wir doch lieber, als dass wir fallen, oder? Stimmt doch, was? Staatsrat Semmeling. Erika? Lisa. Bitte, Herr Senator. Haben Sie Schmerzen? Es ist zum Aushalten. Nehmen Sie doch eine von Ihren Tabletten. Die habe ich zu Hause vergessen. Was würden Sie wohl machen, wenn Sie mich nicht hätten? Jetzt hören Sie endlich mit dem ewigen Bemuttern auf. Ist ja grässlich. Axel, das kitzelt. Du siehst, die Reflexe funktionieren noch. Herr Kiefer! An diesem Tag darf niemand fehlen. Nahezu der gesamte Vorstand der neuen Hanse hat sich eingefunden. Der Werftenverbund feiert den Bau der neuen Montagehalle. Vorstandssprecher Asmus hat zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft geladen. Machen wir uns nichts vor, meine Damen und Herren. Dem kleinen Mann geht's gut, wenn es auch der Wirtschaft gut geht und umgekehrt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, Herr Bürgermeister, wie froh ich bin, einen kompetenten Gesprächspartner wie Sie auf Seiten der Politik gefunden zu haben. Welche Kompetenz ist selten geworden heutzutage? Über, auch Ihre Bewerbung. Was nun für ein Gesicht? Ich habe Zahnschmerz. Dann geh zum Zahnarzt. Was machst du denn hier? Weißt du, Arsch, eigentlich, dass wir gestern Abend miteinander verabredet waren und du versetzt mich einfach? Seke hat angerufen. Ach, das war's. Der winkt einmal mit dem kleinen Finger und du vergisst einfach alles, oder wie? Ein kurzer Anruf, war nicht drin? Tut mir leid, Kathi. Es tut mir leid. Also ich, damit du es weißt, ich bin drüber weg. Entschuldige meine Stimmung in letzter Zeit, aber das ist vorbei. Ich bin über Silke weg, endgültig. Na prima. Verglichen mit dir war ein Toter gut aufgelegt. Vorbei. Es ist vorbei, ich bin drüber weg. Fürchterliches angestellt. Komm, erzähl schon. Sie möchte, dass wir es noch mal miteinander versuchen. Das hat sie gesagt? Und? Ich habe Nein gesagt. Warum? Es gibt schon genug Getratsch. Alle wissen von der Sache. Semmel, Semmel, na und? Wenn schon. Schon gesehen? Das politische Wunderkind. Also läuft da wieder was zwischen euch? Er traut sich nicht. Er traut sich nicht? Was so ein Arsch. Jetzt lass doch mal. Das Kapitel ist für mich beendet. Warum sich überhaupt mit Kerlen abgeben? Masturbieren ist viel nervenschonender. Trude? Entschuldigung, ist Siggi noch zu Hause? Ich wollte ihm gratulieren. Kann Benny bei euch bleiben? Er möchte sein Schneewittchen-Video sehen. Erst nach dem Abendessen, gut. Hör mal,
wertvolle alte Musikinstrumente billig abzugeben. Aber du hast doch keine Ahnung, was die Dinger wirklich wert sind. Wir nehmen, was wir kriegen können. Frau Semmeling! Ja? Das Abflussrohr läuft auf die Badewanne zu, nicht von der Badewanne weg. So kann das Wasser nicht abfließen. Wie denn? Ja, haben Sie es denn jetzt repariert, Herr Otto? Es läuft ja immer noch nicht ab. Läuft ab, aber mit Verzögerung. Innerhalb von einem Tag ist die leer. Ja, aber wir können doch nicht die ganze Zeit warten. Wer will denn schon zweimal am Tag baden? Soll denn jede unternehmerische Initiative von euren Finanzbehörden abgewürgt werden? Hallo, guten Tag. Hallo, schön, dass Sie da sind. Tut mir leid, ich bin völlig ahnungslos. Ist die Politik schon hilflos gegenüber diesem selbstgerechten Beamtenapparat? Ich hoffe nur, dass diese Aktion nicht unsere ausländischen Auftraggeber verstört. Die sind ja weit weg. Wie sollen die davon erfahren? Die Banken erfahren in jedem Fall davon. Das schadenfrohe Grinsen unserer Konkurrenz mag ich mir gar nicht vorstellen. Wo steckt denn Fred Kiefer? Bei dem sind sie auch. Jedermanns Sache, gewaltsam in fremde Häuser einzudringen und darin rumzustöbern, was? Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Wir nicht. Haben Sie keins? Was? Was machen meine Hunde? Das Betäubungsmittel ist ganz unschädlich. Die kommen gleich wieder zu sich. Bitte. Dass mir nichts liegen bleibt, klar? Wir nehmen alles mit. Jeden kleinsten Schnipsel. Kommen meine Herren doch nicht hier durch. Wer ist Ihr Vorgesetzter? Ich. Bitte, könnten Sie da lang gehen? Okay, Leute, in die Richtung, bitte. Auch kein leichtes Leben, was? Kommt sich als ein bundespolitischen Hoffnungsträgern, Axel. Nett, wie du es formulierst. Anne Fried, Arbeitskreis Sozialdemokratischer Verein. Ach, wirklich sehr nett, Anne. Liese, wir wollen aber auch mehr von deiner Frau sehen. Die sollte viel öfter an deiner Seite auftreten. Meine Frau hat einen Beruf. Ich weiß, sie ist eine erfolgreiche Ärztin, aber in stürmischen Zeiten gehört die Frau an die Seite ihres Mannes. Das mögen die Leute. Das wünschen sie sich selbst und darum wählen sie es auch. Ich merke es mir. Ist denn was Wahres dran, dass es zwischen dir und deiner Frau in letzter Zeit zu Unstimmigkeiten gekommen ist? Latrinengerüchte, Verleumdungen, kackbraunes Scheißgeschwätz. Stimmt doch, oder nicht? Ein schrecklicher Egoist sind Sie. Ein steinharter Egoist. Seien Sie mal eine Minute still. Was soll? Mich kommandieren Sie nicht herum wie all die anderen. Frau Arthur. Sie wollen das für die Allgemeinheit tun. Und dabei vergessen Sie die Menschen in Ihrer nächsten Nähe. Da ist möglicherweise was dran. Was ist denn mit Ihnen los? Ist Ihnen nicht gut? Erschrecken Sie mich nicht. Es ist ungewöhnlich, wenn man mal was einsieht. Bei Ihnen schon. Herr Senator, ein Foto gemeinsam mit Ihrer Frau. Erschreckend, wie der aussieht. Eigentlich kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als alt zu werden. Verzeihung, jetzt habe ich wohl was ganz Blödes gesagt, wie? Ja. Hast du mit Betonwalter wegen der Professur gesprochen? Na dann mach hin. Garantiert ist der alte Busser stocksauer, dass er nicht Landesvorsitzender geworden ist. Die Uni spielt nur mit, wenn du die Streichung der Zuschüsse rückgängig machst. Ja, das ist es wert. Also jetzt darüber zu streiten, wer vor 20 Jahren für diese Bausünden verantwortlich war, das bringt den Menschen, die da wohnen, überhaupt nichts. Wir sollten lieber klare Strategien entwickeln, wie wir diese Zementdinger in den nächsten 5 Jahren saniert kriegen. Diese Häuser sind nur zu sanieren durch Abriss. Ist doch absurd. Ist doch Blödsinn. Entschuldige bitte. In diesen Häusern gibt es 621 Eigentümer. Wollt ihr die alle zwangsenteignen? Und dann? Wo bringt ihr denn ein paar tausend Menschen unter, wenn ihr die Häuser abreißt? Die Häuser sind ein Schandfleck. Die gehören weg. Also Ihre Attacken, die kennen wir, Herr Janisch.
Dabei geht es Ihnen doch, wenn Sie das ganze Projekt hier zusammenkloppen, nur um Ihre Auflage. Und Ihnen nur um Ihre Wiederwahl. Also lieber das ganze Ding hier ein für alle Mal beerdigen, ja? Dann garantiere ich euch, es dauert kein Jahr, bis seine Zeitung sich darüber beschwert, dass wir Politiker es wieder nicht geschafft haben, die Häuser zu sanieren. Du bist ja mächtig in Fahrt. Charlie, gut siehst du aus. Jeden Morgen eine Stunde Training im Fitnessstudio, ganz eisern. Dass ich älter werde, nehme ich einfach nicht zur Kenntnis. Na toll, dann müsst ihr eines Tages ihr Jüngst auf dem Friedhof. Gratuliere. Jetzt lauf doch nicht gleich weg. Sei doch nicht so kratzbürstig. Immer noch nur Augen für den Bürgermeister? Du kannst mich mal, Charlie. Will ich gerne, jederzeit, so wie früher. Oh, du bist das Schärfste, was im Rathaus rumläuft. Und nicht nur im Rathaus. Du überschlägst dich, also bis bald. Mal ehrlich, lass uns mal was essen gehen. Na komm, in der alten Zeiten willen. Was machst du zum Beispiel heute Abend nach der Bürgerschaftssitzung? Sitzung des Finanzausschusses. Und danach? Treffen mit ein paar Parteifreunden von meinem Bezirk. Und danach? Ins Bett. Hm? Allein. Hm. Schule fängt morgen um kurz vor 8 an. Das Wochenende? Hefte korrigieren, Vorlagen studieren. Und dann wollte ich eigentlich noch ein bisschen Zeit mit den Kindern verbringen. Und dein Privatleben? Das ist mein Privatleben. Habe ich mich sehr verspätet? Naja. Na, lass dich anschauen. Ich bin wieder gewachsen. Toll, siehst du das. Hier, für dich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ist für mich? Ist ja toll. Hey. Hast du eine geschwollene Backe? Zahnschmerz. Dann geh doch zum Zahnarzt. Gute Idee. Wie geht's, Mama? Mama ist schuld, dass du von zu Hause weg bist, wie? Nein. Wie kommst du darauf? Mama ist nicht schuld. Sag sowas nie wieder. Ich bin schuld. Wenn überhaupt jemand schuld ist, dann bin ich es. Ich hab dich lieb, Papa. Ja. Ich dich auch. Ich dich auch, mein Schatz. Er denkt jetzt bestimmt, wir wären ein Liebespaar. Mhm. Offensichtlich steckt Asmus mächtig in der Bredouille. Trotzdem verteilt er großzügig Darlehen. Wenn das keine Bombenstory ist... Immer mit der Ruhe, Charlie. Asmus ist ein dicker Anzeigenkummer. Der Verleger wird nicht gerade begeistert sein, wenn man dem ans Bein pinkelt. So viel zum Thema freie Presse. Ich denke, frische Ware darf nicht zu lange gelagert werden. Wirklich gute Geschichten sind schnell verderblich. Die harte, schnelle Nummer bringt gar nichts. So was kann auch nach hinten losgehen. Okay, du hast nicht genügend Mumm in den Knochen. Hey, brauchen wir noch ein bisschen Butter bei den Kartoffeln. Darlehensvereinbarung, die Kondition. Wenn Staatsrat Semmeling dann nicht überzeugend erklären kann, warum Asmus bei ihm plötzlich den Menschenfreund spielt, ja, dann schlachten wir ihn. Dann säuft er ab wie die Titanic. Verlass dich drauf, Charlie. Vorsicht, sonst leben Sie nicht mehr lange, Herr Staatsrat. Ich renne hier rum wie im Nebel. Ist ja nichts passiert. Übrigens, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sie haben doch heute Geburtstag. Ich habe in Ihrer Personalakte nachgesehen. Das wollte nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Ein Grund zu feiern. Dass ich die 40 geschafft habe? Was ist passiert? Sieht schlimmer aus, als es ist. Womöglich habe ich einen Zug bekommen. Vorhin fing das Auge plötzlich furchtbar an zu tränen. Fred! Um Gottes Willen! Zählt alles ein bisschen an meinen Nerven. Sie sehen ja ganz fürchterlich aus. Die Originale der Auftragsbestätigung aus Seoul, Taipei. Tausend kleine Schnipsel. Sehr gut, tapfer.
Belasten wir das Finanzamt nicht mit zu viel Informationen. Entschuldigung, Herr Asmus. Ja. Herr Rückert wartet, der wird vom Hafenblick. Der Verdwanzt? Ja. Was will der? 68.175 Mark für das Buffet, Speisen und Getränke. Für die Einweihung heute? Nein, für das Richtfest letzten Oktober. Die 68.175 Mark schulden wir ihm seit über einem halben Jahr. Und da kreuzt er einfach hier auf? Ja, nur das Notwendigste. Warum ruft er nicht an? Hat er ja. Es hätte aber nichts genützt, sagt er. Ja, er will endlich sein Geld. Sagen Sie ihm, ich habe absolut keine Zeit. Dann will er warten. Und soll er warten. Soll er warten, bis er grün wird. In Ihrem Vorzimmer, jeder Besucher geht an dem vorüber. Herrgott, ich habe mir über andere Dinge den Kopf zu zerbrechen. Herr Asmus, wir stecken bis zum Hals mit drin. Ach, Manfred, seien Sie nicht so brüde. Damit stehen Sie im Geschäftsleben ziemlich allein. Ich kam damit nicht klar. Das ist Betrug. Jetzt lassen Sie sich doch nicht so gehen. Herrgott, man, reißen Sie sich am Riemen. Es bringt nichts, immer nur schwarz zu sehen. Das Finanzamt hat absolut nichts in der Hand gegen uns. Warum regen Sie sich eigentlich so auf? Sie wollen doch sicher nicht Ihren gut bezahlten Job verlieren. Die Villa, den Chauffeur, das Auto. Wisst ihr eigentlich, dass Kiefer nicht nur für Asmus arbeitet, sondern auch eine eigene Firma hat? Kiefer Investments? Kiefer, Asmus, aber wer ist hier die Marionette? Wer ist der Strippenzieher? Dame mucho. Da 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 da. Bésame, bésame mucho. Da 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 da. Ist eigentlich noch viel zu kalt zum draußen sitzen. Aber schön, diese frische Luft, Kinder. Ehrlich gesagt, manchmal habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf den ganzen Büromief. Denkt mal, das Regieren zum Haus raus. Gut, greifst du. Charlie, du auch. Ich mach Diät, ganz eisern. Dürft euch nicht dran stören. Trennkost. Blattsalat, Brot und Wasser. Das war ekelhaft. Hey, was ist gelaufen? Was sagt von Heuberg? Wenn Bonn der Fusion mit den Amerikanern zustimmt und du von Holberg über deine Kontakte in Seoul und Taipei hilfst, einen Fuß da in die Tür zu kriegen, siedelt er hier einen neuen Servicebereich für die Generatorpflege an. Das heißt, die Arbeitsplätze bleiben uns erhalten? Ja, alle 500. Seht ihr euch an? Unser Wunderkind. Unser Wunderkind. Volltreffer. Mein Großer. Aua. Gerecht ist er natürlich nicht. Weil es ja da auch um einen Standort in den USA geht. Wenn von Holberg hier nicht dicht macht, gehen da sehr wahrscheinlich 500 Arbeitsplätze flöten. Halt's Maul, Charlie. Die Leute hier sind für mich real. Sie haben mir die Hand geschüttelt. Ich bin ihr Bürgermeister. Für die Leute will ich was machen. Was interessiert mich ein paar Amis? Hä? I see trees of green. Trees of green. Red, red roses, roses too. For me and you, and I sing to myself, what a wonderful world. Thomas, and I sing to myself, what a wonderful world. Oh yeah. Schön, neben einer attraktiven, intelligenten Frau zu sitzen und ihr Knie im eigenen Knie zu spüren. Es gibt Besseres. Ich weiß. Ich weiß, dass du es weißt. Willst du nachher mit zu mir kommen? Vielen Dank, aber ich bin müde.
Warum isst du nichts? Zahnschmerzen. Dann geh doch endlich mal zum Zahnarzt. Der oberste Kumpel sucht Kontakt zum gemeinen Volk. Deine Zuneigung dauerte immer nur so lange wie deine Erektion. Sag mal, mit was für Leuten verkehrst du? Mit dir zum Beispiel. Wir verkehren miteinander. Einfach nicht? Heißt das, du möchtest Verkehr mit mir haben? Wenn du mich so fragst. War Papa heute eigentlich pünktlich? Wieso? Manchmal nehme ich sowas als Zeichen. Hä? Verstehe ich nicht. Ich denke, war er pünktlich, ist es ein Zeichen. Kommen wir vielleicht wieder zusammen. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, das mache ich auch. Ich denke, schaltet die Ampel jetzt auf Rot, habe ich Mathe verhauen. Und dann renne ich wie eine Blüte, um noch bei Grün über die Straße zu kommen. Also, war Papa pünktlich? Auf die Minute. Ehrlich? Ganz ehrlich, es nutzt ja nichts, wenn man schummelt. Nee. Eine Professur? Zunächst möchte Axel ganz inoffiziell wissen, ob... Eine Professur als Ersatz für den Landesvorsitzenden. Axel möchte wissen, ob der Dekan der Universität sich mit Ihnen in Verbindung setzen darf. Die nächsten Tage gebe ich Axel Bescheid. Guten Nacht. Professor Walter Wegener. Hm? Klingt nicht schlecht. Ja, da passt doch der Deckel nicht zum Topf. Ich bin sehr stolz auf Sie, Herr Senator. Eigentlich könnten wir doch du zueinander sagen, Ada. Finden Sie nicht? Warum? Was sollen denn die Leute denken, wenn sie hören, dass wir uns plötzlich duzen? In unserem Alter, Ada. Gerade in unserem Alter muss man wissen, wie man sich zu verhalten hat. Es ist gut so, wie es ist. Falls Sie mich noch brauchen, ich lasse meine Tür angelegt. Ada. Gute Nacht, Herr Senator. Einmischen, Trutchen. Vielleicht hat er Angst, wenn er auf den Tisch schaut, dass er dann alles verliert. Den Job auch noch.
Tja, mit deinem Vater geht's auch nicht weiter, was? Ja. Schanu. Guten Tag, Herr Staatsrat. Tag. Sie sind der Herr vom Finanzamt? Peter Scheller, Betriebsprüfung. Ich vertrete nur einen Kollegen, der krank ist. Peter! Otto! Hier wird die Sau geschlachtet! Hier wird die Wurst gemacht! Sag, Fotos vom Haus seiner Eltern? Wenn die Handwerker schwarz beschäftigt haben, hauen wir das Thema im Staatsrat um die Ohren. Außerdem mag mein Chefredakteur Fotos. Viele Fotos. Und dazu Artikel, die nicht länger sind als früher Bildunterschriften. Angeblich wollen das die Leute heutzutage. Und die Story reicht ihm nicht? Zwischen einer guten Story und dem, was meinem Chefredakteur gefällt, liegen Welten. Ja, wenn Asmus schwul wäre oder bi oder beides, müssen mit Semmeling hätte oder dem Bürgermeister oder mit beiden. Warum verraten Sie uns nicht endlich, Herr Asmus, wie Sie die Situation bereinigen wollen? Zu übertriebener Nervosität besteht kein Anlass, meine Herren. Nur wegen einer Steuerfahndungsaktion, die, das versichere ich Ihnen, wie das Hornberger Schießen ausgehen wird. Übertriebene Nervosität, Herr Asmus? Sagten Sie übertriebene Nervosität? Wir reden hier lediglich über einen vorübergehenden Mangel an Cashflow. Alle hier am Tisch möchten dringend herausfinden, in was Sie da eigentlich reingeraten sind. Mir scheint, die neue Hanse versinkt in einem verdammt glitschigen Morast. Morast? Schuldenmorast. Allein unserer Bank schulden Sie an die 300 Millionen. Sie haben es in diesem Monat versäumt, 17 Millionen an Zinsen und 28 Millionen an Tilgung zu zahlen. Wir möchten Ihnen ja heute solide Vorschläge machen, um die Kredite umzustrukturieren. Was wir brauchen, ist lediglich ein vorübergehendes Einfrieren der hohen Tilgungsraten. Moment bitte, Moment. Habe ich da was von Einfrieren gehört? Entschuldigung, aber wenn wir Kredite geben, erwarten wir eigentlich, dass sie auch zurückgezahlt werden. Ich glaube nicht, dass ich mir diesen Ton gefallen lassen muss. Vergessen Sie nicht, mit wem Sie reden. Wie könnte ich? Mit jemandem, der den Banken rund eine halbe Milliarde schuldet. Sowohl die Firma als auch Herr Asmus persönlich verfügen über eine Menge gesunder Vermögenswerte. Zeit, sie flüssig zu machen. Es besteht nicht der geringste Anlass. Nicht der geringste Anlass? Sie leisten nicht die vereinbarten Rückzahlungen. Sie brechen Vereinbarungen, meine Herren. Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, Herr Asmus, als etwas zu verkaufen. Ihre Villa an der Alster, Schätzwert 9 Millionen. Da wohne ich. Mit meiner Familie. Da brauchen Sie und Ihre Familie unbedingt 600 Quadratmeter zum Wohnen. Das Flugzeug. Das Flugzeug wird dauernd eingesetzt. Verkaufen Sie! Unmöglich. Wenn das bekannt wird. Ihr Ferienhaus auf Mallorca, 6 Millionen. Wenn Herr Asmus das Tafelsilber verscherbelt, wissen Sie, was das bedeutet? Das Flugzeug, die Immobilien, Gemälde im Wert von 4 Millionen wurden uns als Sicherheit übertragen. Der Immobilienmarkt ist im Augenblick besonders auf Mallorca. Verkaufen Sie! Wir reden hier über ein Kreditvolumen von annähernd einer halben Milliarde. Was würde, wenn ich tatsächlich verkaufe, was würde dann schon groß rauskommen? Nicht mal 16, 17 Millionen. Es gibt wohl niemanden hier im Raum, der 16, 17 Millionen nicht für verdammt viel Geld hält. Kein Appetit? Auf einmal? Herr Staatsrat! Es gefällt mir, allein zu leben. Tatsächlich? Ich hatte den Eindruck, ganz im Gegenteil. Nein, es ist nur ungewohnt, aber ich habe die Kinder und meinen neuen Job. Und es ist ja auch irgendwie ein Neuanfang. Aber dass du dich scheiden lässt. Marianne und ich sind uns einig. Was ist mit den Kindern? Die schaffen das schon. Jetzt mach kein Drama draus. Du und Semmel, ihr habt euch auch getrennt. Ja. Keine Feindseligkeit. Eine gemeinsame Abmachung, mal eine Auszeit zu nehmen. Menschen leben sich auseinander. Das ist nun mal eben so. Liebe vergeht, ja. Hat
dir schon mal jemand gesagt, dass du eine sehr schöne Frau bist? Danke. Es ist schon eine Weile her, dass man mir den Hof gemacht hat. Und der Bürgermeister? Was? Entschuldige, aber wenn man im Rathaus etwas geheim halten möchte, dann muss man erst mal geheim halten, dass man es geheim halten will. Sonst ist der Versuch der Geheimhaltung der sicherste Weg, dass es überall rum ist. Ist alles in Ordnung? Alles prima. Ich brauchte nur ein bisschen frische Luft. Vielleicht kommt zum Essen. Pass auf, dass du dich nicht erkältest. Mit dir, du wirkst irgendwie so abwesend. Ist alles in Ordnung? Nein. Nein? Doch. Also doch? Es ist alles okay. Hier. Material für eine kleine Anfrage in der Bürgerschaft. Wird dir eine Menge Aufmerksamkeit verschaffen. Gerade ich, warum gibt's das nicht einen von deinen Leuten? Wir können uns schlecht selbst ans Bein pinkeln. Die Steuerverhandlung klappt sich Asmus vor, trotzdem soll er wieder eine Landesbürgerschaft kriegen. Oder Moment, bist du Asmus persönlich irgendwie verpflichtet? Nein. Ich meine, teilst du meine Ansicht oder ist dir das eher peinlich? Du musst ehrlich sein. Du darfst aber kein schlechtes Gewissen haben. Nein. Wie geht's Ihnen denn? Ach, Herr Standard. Ich komm gleich mal zu. Danke. Kein Problem. Jansen? Ich glaube, sie hat angebissen. Ja, das ist doch sehr gut. Die Ehefrauin Semmeling, Spuse vom Bürgermeister, das ist delikat. Bei der nächsten Fragestunde in der Bürgerschaft wird sie lospreschen. Besser geht's doch gar nicht. Ich möchte nicht in der Haut von Semmel stecken. Was willst du denn hier? Nur guten Abend sagen. Weißt du, wie spät es ist? Ich habe schon geschlafen. Schick mich nicht weg, ja. Samuel, ich bin müde und du musst morgen auch ganz früh raus. Nein, Samuel, du gehst jetzt. Hey, bist du das wirklich? Bist du wirklich, dass ich jetzt gehe? Hast du getrunken? Ja, ein bisschen. Du solltest jetzt unbedingt schlafen gehen. Gut. Geh mal schlafen. Lass, du stinkst nach Whisky. Ja. Ich glaube, ich muss es dir sagen. Ich werde bald heiraten. Was? Wen denn? Jemand vom Fernsehen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Darum verlasse ich auch das Rathaus. Axel weiß Bescheid. Beim Sender ist eine gute Position vakant. Ist eine spannende Aufgabe. Du hast dich knallauffall in einen anderen Kerl verliebt? Es ist aussemmeln, ich mein's ernst. Katja, ich... Es ist besser für uns alle, glaub mir. Ich meine es ernst, es ist aus. Ich hab bestimmt viele Fehler gemacht. Es ist aus! Ich weiß nicht, wie ich es dir anders sagen soll! Papa, ich liebe dich! Du liebst deine Frau. Und deine Kinder. Und da gehörst du auch hin zu deiner Familie. Sieh zu, dass du das mit deiner Frau wieder einrenkst. Ich war überzeugt, dass du mich auch liebst. Das tue ich auch. Sehr sogar. Ich würde dich sogar heiraten. Lieber als irgendeinen anderen. Aber es wird nicht gut gehen. Warum? Ich
Ich bin nicht besser als der Bürgermeister. Eine herumstreunende Katze. Eines Tages wird sie feststellen, dass ich eine Hure bin. Ich vögel halt gern rum und dann wird sie mir ein paar Zähne einschlagen. Was kann ich dafür? Kannst du dich nicht beherrschen? Nein, ich kann mich nicht beherrschen. Mir gefällt nichts anderes. Willkommen an deiner neuen Wirkungsstätte in Schwerin, Bruder. Nicht? Ja. Dass ich wieder mit Ihnen zusammenarbeiten darf, Herr Semmeling. Frau Herrmann. Ich dachte, es freut dich, ein vertrautes Gesicht um dich zu haben. Also habe ich sie bei deiner alten Firma abgeworben. Danke, Fred. Och, Mensch. Dein Büro. Gefällt's dir? Was genau soll ich hier tun? Repräsentieren. Mach dir mal keine Gedanken, Bruno. Hoppla! Alle Unterlagen. Rechnungen, Verträge an Kiefer Investments. Sie haben die Adresse? Ja. Nicht an die neue Hanse oder Asmus. Kiefer Investments, klar? Ja. Telefoniert ist, die nächsten zwei Stunden an der Durchkommen nicht zu denken. Von den Cellos sind ein paar kaputt. Wie? Celli? Natürlich, wir sind da etwas unbedarft.
Von den Celli sind ein paar kaputt, die haben Risse. Da nehmen wir natürlich nicht den vollen Preis. Wenn Sie die sich anschauen wollen, jederzeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wunderschöne Stücke aus dem Mittelalter. Also, wie in der Annonce angegeben. Da gehen die Klappen nicht, wissen wir, die haben zu lange gelagert. Das spielt doch keine Rolle. Nicht? Was haben Sie denn für eine Preisvorstellung? Was stellen Sie sich denn so vor? Semmeling? Ja, ja, guten Tag. Alle möglichen Musikinstrumente. Wunderschöne Stücke aus dem Mittelalter. Wie heißen die gleich? Nikolslaute, Oboe, Flöte. Nikolslaute, Oboe, Flöte, Fagott, Cellos, Celli, jede Menge Geigen, was halt in der Annonce steht. Über den Preis sollten wir vielleicht nicht am Telefon. Was stellen Sie sich denn so vor? Für alle? Für ein Instrument. Jederzeit können Sie vorbeikommen. Hallo Susanne. Können wir reden? Ich habe jetzt keine Zeit, Axel. Nur für ein paar Minütchen. Du siehst gut aus. Du nicht. Du hast mächtig zugelegt. Zu viel Bierchen mit politischen Freunden, das kriege ich wieder hin. Bist du unser nächster Kanzler? Ich bin nicht mal Kandidat. Wie bekommt ihr das Alleinleben? Glänzend. Scheint so, als würdest du mich jetzt wieder brauchen. Ehefrau und Kind machen sich gut, hm? Eine nette, liebenswerte Familie gibt Wählerstimmen, das weißt du. Die Frau des Kanzlers. Ich stelle fest, dass ich über Erwarten ehrgeizig bin. Aber nichts auf der Welt ist umsonst. Keine Freundin in der Nebenher. Keine Silke Semmeling, keine Vicky, überhaupt keine Affären. Das wäre meine Bedingung. Akzeptiert. Überleg's dir. Ich akzeptiere. Na schön. Versuchen wir es. Und wenn ich kein Kanzler werde? Dann trennen sich unsere Wege wieder. Klar? Your heart is running wild. She is the reason why. Let's do it. One more time. Come a little closer. Touch my skin. Also jetzt mal Klartext. Asmus hat Semmeling Schmiergeld gezahlt. Kein Schmiergeld. Um Gottes Willen, ich bitte Sie. Schmiergeld habe ich nie gesagt. Ein Darlehen. Semmeling wollte seinen Eltern helfen, die Steuerschulden hatten. Ein Darlehen über 250.000 Mark. Ganz hübsches Sümmchen. Muss mein Roman eine Weile verstricken. Gibt's darüber was Schriftliches? Einen korrekten Darlehensvertrag, selbstverständlich. Was sollte Semmeling dafür tun? Er gilt als kommender Politiker. Hat der Asmus nicht eine private Baugenehmigung verschafft? Davon weiß ich nichts. Nicht den S-Bahn-Ausbau zur Werft raus vorangetrieben, höchst unbürokratisch, bürokratische Hürden beseitigt? War nicht bei einer ganzen Reihe von Projekten sehr hilfreich? Wissen Sie, so viel wie Sie vielleicht vermuten, hat die Verbindung nie gebracht. Wieso nicht? Weil Semmeling sich nicht in Entscheidungsprozesse der Behörden eingemischt hat. Zu unser aller Ärger. Behaupten Sie das im Ernst? Andere Connections waren da viel nützlicher. Zum Beispiel die Verbindung zu zwei Parteifreunden von Ihnen, die im Bauausschuss sitzen. Habe ich mich jetzt verplappert? Uns interessieren nur Semmeling und der Bürgermeister. Hat mich manchmal geärgert, dass wir Semmeling das Darlehen so zinsgünstig gegeben haben mit so einer langen Laufzeit. Was heißt das? 1% unter Bankentarif. Semmeling zahlt Asmus weniger als Asmus der Bank. Mhm. Aber dann haben wir ihn ja. Wir haben ihn. Wann sehen wir uns wieder? Na, morgen im Büro. Ich meine hier. Im Augenblick habe ich verdammt wenig Zeit, das weißt du doch. Hast du mich über? Wenn Schluss sein soll, dann sag's. Und erfind nicht dauernd neue Ausreden.
Also gut, sagen wir einfach. Ab jetzt ist Schluss. Schön, auf die Weise Bescheid zu kriegen. Gibt's eine andere? Kenn ich sie? Na, sag schon. Wir wussten alle beide, dass es nicht für die Ewigkeit ist, oder? Hä? Hey, Knut, was ist los? Was willst du hier? Tut mir leid, dass ich so kleinbürgerlich bin. Bleib ganz ruhig. Dreh nicht durch, Knut. Hör mit. Morgen hast du meinen Rücktrittsgesuch auf dem Schreibtisch, Bürgermeister. Was ist passiert? Du musst sofort weg. Leg dich. Komm schon. Schau mich an. Du bist heute Abend nicht hier gewesen, hörst du? Nicht hier gewesen! Komm jetzt. Komm jetzt rein. Noch nie gesehen. Gute Nacht. Telefon für Sie, Herr Staatsrat, das Rathaus. Der Bürgermeister hatte einen Unfall. Was? Treppensturz. Quatsch. Das war Knut. Der hat ihm was Saures gegeben. Sollte sich unser Herr Staatsrat mal ein Beispiel dran nehmen. Asmus hat wieder Liquiditätsprobleme. Die Stadt soll eine weitere Bürgschaft über 50 Millionen übernehmen. Asmus will Arbeitsplätze erhalten und zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbedingt Arbeitskämpfe vermeiden. Das ist mir auch schuldig, verdammt nochmal. Unternehmer haben auch soziale Verantwortung. Das hat Asmus begriffen. Deswegen setze ich auf ihn. Muss mein Pilzchen. Hallo. Hallo. Bitte. Inga ist noch bei Ihnen. Robert? Ja, Augenblick bitte. Telefon. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Lese keine Zeitung, ich bin auf die Straße gefallen. Was ist mit Knut? Knut bringt's nicht mehr. Der ist fertig. Wieso? Jetzt drehen mir nicht die Ohren voll mit den Fragen, okay? Knut hat einen Haufen Probleme. Er hat eine kleine Auszeit genommen. Das ist normal. Sie müssen das jetzt machen. Wirtschaftssenator? Das schaffst du schon. Entspann dich, Mann. Die Nachfolge muss rasch geregelt werden. Ohne Lärm und ohne Gedöns. Sonst buddeln die alle nur in der Scheiße. Sehr populäres Ministerium hat auch seinen Reiz. Der neue Wirtschaftssenator heißt Semmeling. Das ist nicht wahr. Tja. Der Hochnäse Pinkel macht Karriere. Na schön. Je höher er steigt, desto besser kriegen wir ihn an den Eiern zu fassen. Journalismus ist Kampfsport, Charlie. Die Stimme des Volkes geht jeder um. Na? Was brütet ihr aus? Komm, du redst schon, alter Saubär. Nicht wirklich Großes. Aber peinlich für den Bürgermeister. Und verdammt peinlich für seinen neuen Senator. Semmeling? Der ist sauber. Keiner ist sauber. Schon gar nicht auf dem Weg nach Rom. Augenblick bitte. Für dich. Ja? Ich habe da gerade ein Gespräch mitbekommen von Leuten, die was gegen den neuen Senator haben. Ja und? Gelegentlich erkenntlich zeigen würden, Herr Bürgermeister. Hey.
läuft wie geschmiert. Schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp. 2000 für das Cello. Die Celli geben sie viel zu billig an. Die sind gut und gern das Zehnfache wert. Das Zehnfache? Böser Patzertrutchen. Na, hör mal. Ich bin durch den Verkauf restlos überrollt worden. Woher soll ich denn wissen? Trinken Sie einen Schluck mit. Gibt es was zu feiern? Unser Sohn wird Senator. Senator? Donnerlittchen. Ein Senator im Nachbarhaus. Das hebt ja gleich die ganze Gegend. Oh ja. 1000? 2000. Nö. Hoppla. Wir wissen ja, Bett im Zimmer schon wird als Arbeitszimmer nicht anerkannt. Wohin wollte der Prüfer plötzlich auch in alle anderen Zimmer reingucken? Da stellen sich da hätten dann Berge von Möbel gestanden. Ich habe ihn erst mal auf morgen vertröstet. Den Kleiderschrank dürfen wir doch noch überbringen. Ja, ja. Danke, dass du Klaus vertreten hast. Na? Schon fertig mit deinem Pauke? Ach, kleines Kruppzeug, bringt kaum was. Aber das Arbeitszimmer erkennt man nicht an. Stand noch Bett und Kleiderschrank drin? Nee. Aber die Abdrücke davon waren deutlich am Teppichboden noch zu sehen. Bei mir hat heute ein Busfahrer protestiert. Natürlich bräuchte er ein Arbeitszimmer, müsste doch Fahrpläne studieren. Ja, schönen Feierabend noch. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Sag mal, seit einer Viertelstunde ist Dienstschluss. Hm. Du bist ja auch noch da. Ja. Wie war's heute? Naja. Wenn ich wohin komme, wo ich merke, der hat jede 3,50 Mark als Betriebsausgaben verbucht, die Kosmetika seiner Frau als Verbandsmaterial abgesetzt. Da werde ich dann auch pingelig, da zähle ich dann auch Erbsen. Weil ich mir sage, irgendwo muss die Kirche auch im Dorf bleiben. Jeder legt ein paar Dinge in sein Körbchen. Klar, vollkommen normal. Aber wenn ich beim ersten Blättern schon merke, der schindet jeden Pfennig, deklariert auch noch seine Geburtstagsfeier als Betriebsausgabe. Ich meine, so markante Daten fallen ja ins Auge, nicht? Ja, und wenn ich mir dann noch das Geschimpf über die Politik anhören muss, wie man als Bürger vom Staat ausgenommen wird. Gott, ich meine, am ersten Tag schimpfe ich ja noch mit. Ich mache ja nicht die Gesetze. Am zweiten Tag höre ich auch noch zu. Aber am dritten Tag ist dann Sense. Dann langt's mir. Dann ziehe ich die Daumenschrauben ein bisschen fester an. Und? Weitergekommen? Ich will nach Hause mich duschen und mich umziehen. Ich stinke schon nach Aktenstaub. Übernimm dich nicht. Bist ja auch nicht mehr die Jüngste. Danke für den Hinweis. Guten Abend, Herr Senator. Noch nicht ganz. Ihre Frau Mutter hat heute Nachmittag angerufen. Anscheinend sind die alten Instrumente von Onkel Gustav doch noch was wert. Entschuldigen Sie bitte. Kommen Sie. Guten Abend. Hallo. Aber hat die Steuerfahndung denn nicht umfangreiches Aktenmaterial in Ihrer Unternehmenszentrale und im Privathaus von Asmus beschlagnahmt? Niemand von uns nimmt diese Aktion sonderlich ernst. Eine Firmenintrige, ausgelöst durch eine anonyme Anzeige. Die Sache verläuft im Sand, glauben Sie mir. Was feiern wir hier eigentlich? Guten Tag. Sie wollten mich sprechen? Später. Ich komme gleich zu Ihnen. Axel, was gibt's denn so Dringendes? Bricht uns das Herz auch heut entzwei. In 100 Jahren, Johnny, ist alles vorbei. Johnny! Goodbye, Johnny. Goodbye, Johnny. Warst mein bester Freund. Eines Tages magst du im Himmel sein.
magst mein Teufel sein! Bitte nicht. Entschuldigung, Senator. Während wir uns hier alle abstrampeln, für unsere Karrieren arbeiten, als seien wir unsterblich, blickt er dem Tod geradewegs ins Auge. Wie völlig unbegreiflich. Wie viel Mut dazu gehört. Dieses Gespräch ist mir so unangenehm wie lange nichts mehr. Worum geht's? Gegen dich braut sich was zusammen. Man hat den Bürgermeister heute Abend informiert. Dir wird vorgeworfen, du hättest dich von Asmus schmieren lassen. Natürlich glaube ich kein Wort davon. Trotzdem. Axel, wenn da irgendwas... Ich schwöre, das ist nicht wahr. Wir legen hier niemand unschuldig auf den Amboss. Aber wenn du die Anschuldigung nicht widerlegen kannst, bist du ein toter Mann. Und Axel muss deine Ernennung zum Senator vergessen. Was kann ich tun? Hast du Anlass, Asmus dankbar zu sein? Sicher. Er hat mehr als meine Eltern wegen ihrer Steuerschulden in Schwierigkeiten stecken und ihr Haus verlieren sollten, ein Überbrückungsdarlehen angeboten. Ihr wisst doch davon. Es war alles ganz offiziell. Ich zahle Zinsen, ich zahle Tilgung. Im Augenblick tilge ich mehr als vereinbart. Ein Politiker muss wissen, dass er sich nicht leisten kann, was andere sich ohne weiteres leisten können. Die Journalisten wollen über diese Geschichte um die Ohren hauen. Niemand von euch hat damals was dagegen einzuwenden gehabt. Als Asmus... Gibt es etwas Schriftliches zwischen Asmus und dir? Einen Darlehensvertrag, natürlich. Such ihn raus. Die Unterlagen liegen bei mir zu Hause, bei meiner Frau. Ja, hol ihn, noch heute Nacht. Hast du Schwarzarbeiter beschäftigt? Ich? Wer denn? Deine Eltern bauen doch ihr Haus. Da muss ich meine Eltern fragen. Ja, ist schon klar, wenn ich das alles nicht widerlegen kann, bin ich erledigt. Sorry, Junge. Morgen früh lassen wir die Revision auf dich los. Ich schaff bis dahin deine Unterlagen klar. Es sollte schwieriger sein, einen unschuldigen Mann zu verunglimpfen. Aber wenn die Meute erstmal Witterung aufnimmt, Journalisten jagen nur im Rudel. Wenn sie angreifen, darf der Bürgermeister keinen Schaden nehmen. Gamben haben wir noch drei. Knickhalslauten auch drei. 9 englische Hörner. An die 30 Geigen. Au! Was passiert? Was? Quatsch! Da kommt was zusammen, Bruno. Der Käster hat mich gefragt, ob wir das alles unter der Hand verkloppen wollen. Er meint, wir sollten lieber ein Gewerbe anmelden, wenn uns das Finanzamt auf die Schliche käme. Ach was, Quatsch. Oboen werden knapp, Bruno. Da musst du morgen noch ein paar aus dem Keller holen. Das ist ein Fagott. Das ist eine Oboe. Gut. Erstmal zahlen wir die Handwerker. Dann wird's hier endlich mal fertig.
sind aus dem Schneider, Bruno. Hättest du das je für möglich gehalten? Der liebe Gott sollte Onkel Gustav eine Extrawolke schenken. Wir sind tatsächlich aus dem Schneider. Tut mir leid, dass ich dich jetzt um deinen Schlaf bringe. Hör auf. Schönes Kleid. Magst du es? Ich habe es mir vor ein paar Tagen gekauft. Das steht dir fabelhaft. Sag mal, müssen wir hier im Treppenhaus rumstehen? Das macht mich ganz nervös. Ja, ich bin auch nervös. Soll ich uns einen Kaffee machen oder trinkst du lieber ein Glas Wein? Kaffee wäre nicht schlecht. Ich muss einen klaren Kopf behalten. So was Absurdes. Ausgerechnet dir Bestechlichkeit vorzuwerfen. Magst du vielleicht was essen? Ja, Billy, hallo. Na, kennst du mich noch? Hä? Hey, nicht so laut. Weg sind die Kinder. Ja, du bist ein braver Hund. Aber ruhig. Den Kindern geht's gut? Sie vermissen dich. Ich vermisse sie auch. Sag mal. Du riechst gut. Komm, wir setzen uns rüber. Das ist bequemer. Draußen ist das Licht hier wirklich schrecklich. Hast du umgeräumt? Marcel hat gekündigt. Im Herbst geht er als Korrespondent nach Amerika. Ein paar von deinen Sachen habe ich schon zu ihm rübergestellt. Irgendwann räume ich auch das Doppelbett weg. Ich hasse das, in diesem Riesenbett allein zu liegen. Und deine Lover? Vielleicht bevorzuge ich Lover, die nicht so viel Platz beanspruchen. Nur ist was, du siehst ganz mitgenommen aus. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht. Gratulation übrigens. Kletterst ja mächtig auf der Karriereleiter nach oben. Wirtschaftssenator. Ja, wieso nicht? Ich staune einfach, wie schnell das bei dir geht. Wahrscheinlich werde ich es sowieso nicht. Sei nicht so empfindlich, darf man schon gar nichts mehr sagen. Meine Ernennung geht wohl in die Hose. Magst du denn unbedingt zum Kanzlerkandidaten nominiert werden? Wenn irgendwo irgendwas hochkocht, kriegt das mit der Angst und geht sofort auf Anstalt. Da habe ich sogar Verständnis für. Ist doch klar. Sag mal, was suchst du da eigentlich? Den Darlehensvertrag. Da ist er. Jetzt brauche ich nur noch unsere Bankauszüge, damit ich belegen kann, dass ich monatlich brav Zinsen zahle. Und tilge. Wo sind denn die Dinger? Verdammt. Semmeling? Axel, das ist ja eine Überraschung. Ja, der ist hier. Willst du ihn sprechen? Ich habe keine Ahnung, ob er bleiben will. Am besten fragst du ihn selbst. Axel, jetzt werd nicht kindisch. Hör auf! Vielleicht sind die Bankauszüge beim Steuerberater. Jetzt noch anrufen kann? Halb drei nachts. Morgen früh brauche ich die Unterlagen unbedingt. Ja, Axel.
der Herrgott noch mal. Ja, wir gehen jetzt miteinander ins Bett, wenn du es ganz genau wissen willst, obwohl es dich nicht die Bohne was angeht. Es wäre nett, wenn du nicht wieder anrufen würdest. Nein, nie wieder. Das war's wohl, ja. Entschuldige, wenn ich jetzt wieder auflege. Ich konnte es nicht vermeiden, zuzuhören. Du solltest mithören. Und warum hast du ihm gesagt, dass wir miteinander ins Bett gehen? Hätte ich ihn lieber auf einen Drink einladen sollen. Er ist nicht der, den ich haben will. Nein. Katja hat übrigens das Rathaus verlassen. Sie heiratet. Katja hat mir geschrieben. Was hat ihr geschrieben, Mann? Vor ein paar Wochen. Sie meinte, du sollst zu deiner Familie zurückkehren. Da möchte sie kein Hinderungsgrund sein. Und außerdem hat sie mich gefragt, ob wir nicht Freundinnen werden könnten. Katja. Möchtest du hierbleiben? Ich habe heute Nacht noch eine Menge für die Revision vorzubereiten. Und du fehlst mir. Es ist nicht leicht, ohne dich zu sein. Bankauszüge habe ich Ihnen alle rausgesucht, Herr Semmeling. Die von Ihrem Vater auch. Spätestens um 8 habe ich die Ihnen vorbeigebracht. Können Sie sich drauf verlassen. Möchte jemand Kaffee? Irgendwas anderes? Brötchen, Eier mit Speck? Warum frühstückst du nicht? Schmecken dir die Spiegeleier nicht? Doch, wunderbar. Mir ist nur irgendwie der Magen heute Morgen. So zu irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die Abgeordnete Sendi hat eine Anfrage beantwortet, bestätigt. Und? Ist sie da? Die kneift, was? Nein, nur Geduld. Die kommt immer zu spät. Uns hoffen. Montag. Das ist zu spät. Machen Sie bitte keine Witze. Unsere Leute haben jetzt Feierabend. Wir können Ihnen aber mündlich bestätigen, dass der Darlehensvertrag mit Asmus völlig korrekt abgeschlossen wurde. Dann kann ich das schriftlich haben. Das ferner, sämtliche Bauleistungen, Handwerkerrechnungen existieren. Wo nicht, gibt Ihr Vater zu, Schwarzarbeiter beschäftigt zu haben. Offenbar haben Sie davon nichts gewusst. Dann sind Sie voll entlastet, Herr Staatsrat. Das reicht mir in den Scheißdreck! Ich brauche es schriftlich, verdammt nochmal! Der Herr Senator ist nicht da. Nein, Herr Semmeling, er wurde heute Mittag ins Krankenhaus eingeliefert. Es geht ihm sehr schlecht. Hm.
Von allen Hunden, die mich durchs Leben begleitet haben, vermisse ich den am meisten. Werner hieß er. So viele Menschen sind gestorben und am Schluss sind selbst die Hunde zwischen den Schatten verschwunden. Wie geht's dir? War die Revision da? Den ganzen Tag sind die bei uns zu Hause rumgetobt. Und? Die bewertende schriftliche Zusammenfassung soll ich erst Montag kriegen. Die brauchst du heute noch. Das habe ich auch gesagt. Alt werden ist kein Spaß, Simmel. Dann sterben wir auch nicht. Man verdrängt die Gedanken daran. Ist ja eine Unzumutbarkeit. Und am Schluss ist man außerordentlich schlecht darauf vorbereitet. Dieter, Walter hier. Könnte schlimmer sein. So, hör mal, die Semmeling-Überprüfung. Ein paar zusammenhängende Sätze brauche ich heute noch. Unbedingt, schriftlich. Kann ich mich darauf verlassen? Danke, ja. Bring es vorbei. Und du schickst es dann an die Zeitung. Kann ich auch etwas für Sie tun? Wir sind doch beide, was los ist. Nachts war ich auf und hab Angst. Und vor lauter Angst kann ich nicht mehr einschlafen. Da stößt du durch, Senator. Der Bericht der Revision liegt uns vor. Damit ist für mich die Sache klar. Die Anschuldigungen gegen Herrn Semmeling sind entkräftet. An der Sache ist nichts dran. Sauber wie ein Kinderpopo, unser zukünftiger Wirtschaftssenator. Ja, na, Schwabo, du tauchst einfach nicht auf. Ich hab mir das überlegt. Ach, auf einmal. Warum? Warum hast du gekniffen? Kleine Sache. Ach komm, sag schon. Wer hat dich rumgekriegt? Dein Mann oder der Bürgermeister? Leck mich am Arsch, Charlie. Du hast Verabredungen gebrochen. Du hast uns und unsere Ziele im Stich gelassen. Heb dir deine moralische Empörung vor deine Wahlveranstaltung auf. Warte nur. Die Quittung kriegst du. Was wirst du bereuen? Was kriegt man eigentlich dafür, wenn man jemanden von hinten mit dem Bajonett aufspießt? Das doppelte Verräterkreuz? Mit Eichenlaub und Schwertern? Ach, vom Morgen kann ich nicht. Ich verlese jetzt den Eid und möchte Sie bitten, ihn mit den Worten "Ich schwöre es" oder "Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe" zu bestätigen. Ich schwöre, dass ich Deutschland, dem Grundgesetz... Kann ich mich auf dich berufen? Na was ist? Dein Name so groß, von der Werbung kannst du nur träumen. Die mir als Mitglied des Senats obliegenden Pflichten gewissenhaft erfüllen und das Wohl der Freien und Hansestadt Hamburg, so viel ich vermag, fördern will. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Senator, im Namen des Hauses überbringe ich Ihnen meine Glückwünsche. Komm schon, Charlie, bekenn Farbe. Wetten, dass dein Bürgermeister dich dann endlich richtig wahrnimmt. Du weißt doch, leg dich quer, dann bist du wer. Na? Was ist? Einer Hamburger Zeitung wurden Dokumente zugespielt, die belegen, dass Senator Semmeling vom Asmus-Konzern ein Darlehen über 250.000 Euro. Dr. Klaus Hennig erklärte, er könne sich nicht vorstellen, dass das Darlehen von Friedrich Asmus je Einfluss auf politische Entscheidungen von Senator Semmeling hat. Bürgermeister Ruppert betonte seine Solidarität zu Senator Semmeling. Da haben wir doch gleich eine Superstory, was, liebe Kollegin? Vom Wunderkind zum Schmuddelkind. Guten Morgen, Herr Sanders. Tun Sie mir den Gefallen, nicht so förmlich. Wir sind ja ein Team. Sagen Sie einfach Karl-Heinz zu mir. Da sind doch Gerüchteküche übelster Sorte am Werk. Er hat Schwarzarbeiter beschäftigt. Seine Eltern bauen ihr Haus und nicht er. Das sind unseriöse Unterstellungen und Anschuldigungen. Bleiben Sie mir weg mit seriös. Seriös senkt die Einschaltquoten. Semmeling stottert das Darlehen ab und er zahlt ganz korrekt auf ihr Zinsen. Herzlich willkommen. Ach, das ist aber lieb, danke. Kommen Sie, Katja. Asmus ist kein Menschenfreund. Das riecht nach Begünstigung. Und für mich riecht das nach Einsatz von Gerüchten als politische Keule.
ich wieder vorbeikommen? Beim Morgengrauen. So gegen 5:30 geht es. Um die Zeit wird der meisten hier gestorben. Ganz entfernt. Wenn sie draußen auf dem Flur rumrennen, miteinander flüstern. Geisterstunde. Dann scheiße ich in die Bettlaken vor Angst. Wäre schön, wenn du dann hier sein könntest, Sam. Ich bin da. Kennst du einen Journalisten, auf den Verlass ist? Aschberg? Semmel? Nee, ich habe noch nicht geschlafen. Was gibt's denn? Wo bist du? Du, wenn ich dir helfen kann, tue ich das. Semmel, das ist doch selbstverständlich. Hallo? Sag mal, ist irgendwas im Busch? Weiß ich auch nicht so genau. Ein paar Bezirksmitglieder haben offenbar auf einer außerordentlichen Versammlung gestanden. Das ist ja ihr gutes Recht. Sag mal, findest du das richtig, mit Kind und Hund hier aufzutauchen? Ich wusste nicht, wohin mit ihm. Außerdem, ich denke, bei uns sind Frauen mit Kindern ein Haus eigentlich benachteiligt. Natürlich nicht, aber gewählt werden die ohne. Du, hör mal, ich fürchte, das wird nicht sehr erfreulich heute für dich. Ich hab das aus Leuten hören. Wenn du dich auch nie an der Basis blicken lässt, ich meine, da ist jede Partei erbarmungslos. Ich werde es überleben. Hoffentlich. Deshalb frage ich euch, wollen wir es hinnehmen, dass unsere Arbeit in der Bürgerschaft durch eine unzuverlässige Abgeordnete gefährdet wird? Wollen wir es hinnehmen, dass wichtige, notwendige Fragen nicht gestellt werden, nur weil die Bürgerschaftsabgeordnete Semmeling sich in ein sehr merkwürdiges Beziehungsdurcheinander also, verheddert hat? Also, wir wollen uns hier doch jetzt nicht mit irgendwelchen Schmuddelgerüchten auf das Niveau der Yellow Press begeben. Es gab Stimmt es nicht, meine liebe Silke, dass du dich von deinem Mann getrennt hast? Er von mir. Wie bitte? Er von mir. Ja, und warum? War der Anlass nicht eine Beziehung zum Bürgermeister? Darf ich euch fragen, woher ihr eure Informationen bezieht? Das pfeifen doch die Spatzen von den Dächern! Ruhe! Ruhe, bitte! Wir haben kein Vertrauen mehr zu dir, Silke, wenn du nicht bereit bist, aus welchen Gründen auch immer, dich für unsere Ziele einzusetzen. Also darf ich da bitte um Ruhe bitten? Ja, Ruhe, bitte! Zweimal habe ich vergeblich versucht, die Abgeordnete zu erreichen. Also habe ich schriftlich versucht und bis heute keine Antwort. Und ich habe noch Rückporto beigelegt. Meine lieben Freunde, ich bin nicht aus Eitelkeit in die Politik gegangen oder aus Karrieregründen, sondern weil ich das Gefühl hatte, etwas verändern und mitgestalten zu können. Es ist möglich, dass es mir an Erfahrung fehlt, dass ich Beziehungen vernachlässigt habe und dass ich bei euch hier nicht präsent genug war. Aber manchmal ist es sehr schwierig, sich um Kinder und den Partner und die Arbeit gleichermaßen zu kümmern. In letzter Zeit habe ich manchmal das Gefühl, irgendwas bricht dir weg. Zu dem Vorwurf, dass ich meine Pflichten als Abgeordnete verletze. Ich habe ein paar Fragen, zu denen mich ein Mitglied des Koalitionspartners, ein naher Mitarbeiter des Bürgermeisters, überreden wollte, in der Bürgerschaft nicht gestellt. Sollen wir uns in die internen Querelen anderer Parteien reinziehen lassen? Außerdem, nur um euch ein paar Zahlen zu nennen. In den vergangenen Monaten habe ich auf 17 Veranstaltungen gesprochen. Außerdem dreimal auf dem Wochenmarkt und einmal bei der Selbsthilfegruppe der Sozialhilfeempfänger. Ich habe 7 Kleingartenvereine, 3 Sportvereine, 12 Stammtische und 4 Seniorenheime aufgesucht. Und außerdem Gespräche geführt mit Robin Wood und Amnesty. Und meine Aufgaben im Haushaltsausschuss durfte ich dabei natürlich auch nicht vernachlässigen. Meine lieben Freunde, ich weiß, dass ich in letzter Zeit nicht sehr oft hier war. Ich bedauere das sehr und verspreche euch, das in Zukunft zu ändern. Um das Vertrauen, das ihr in mich gesetzt habt, nicht zu enttäuschen. Das waren, denke ich, sehr offene, klärende und auch einsichtige Worte, liebe Silke. Wir danken dir. Damit ist der Misstrauensantrag wohl hinfällig, denke ich. Silke hat die Warnung verstanden. So wie ich sie kenne, wird sie uns bestimmt nicht enttäuschen. Seid ihr damit einverstanden? Applaus
Meine lieben Freunde, ich danke euch für euer Vertrauen und für eure Großzügigkeit. Dann kommen wir also zum nächsten. Kommen würden wir mit Posten versorgt hat und Ria gefördert hat, dann würde sein Krankenzimmer aus seinem Leben platzen. Hat der neue Wirtschaftssenator überhaupt Zeit, sich um seine Arbeit zu kümmern? Oder ist er mehr mit dem Hausbau seiner Eltern beschäftigt und der Tilgung von deren Steuerschuld? Also, es gab finanzielle Probleme. Meine Eltern hatten geerbt, ohne zu wissen, dass mit der Erbschaft eine erhebliche Steuerschuld verbunden war. Als sie davon erfuhren, hatten sie das meiste von dem Geld bereits für die Renovierung ihres Hauses ausgegeben. Und da haben sie zu helfen versucht. Ich wollte verhindern, dass sie alles verlieren, was sie im Leben erworben haben. Erasmus hatte von meinen Problemen gehört und bot mir ein Darlehen an. Während eines Festes übrigens, bei dem sie auch anwesend waren. Ich erinnere mich gut an das Gespräch. Wir vereinbarten Zinsen und Tilgung. Von anderen Gegenleistungen war nie die Rede und ich denke, Herr Erasmus erwartet auch keine. Das lief gut. Danke. Hoffentlich bringt es dir auch was. Oh. Entschuldigung. Eine dringende Nachricht für Sie, Herr Senator. Dankeschön. Ist was Schlimmes?